Hallo meine hordenmäßigen Zombie-Schlechter und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren spannenden Runde 7 Days to Die. Wie ihr sehen könnt, auf dem Tarot zeigt's an, wir haben heute Hordenacht. Ich versprach, ich mache alles soweit fertig. Hab soweit jetzt alles aufgebaut, der Scherenschnitt sitzt. Wenn wir das Ding dann nachher ansetzen, sieht es immer richtig schön aus, als ob eine Schere da zugeht, aber die sind ja trotzdem eher seitenversetzt. Wir hatten ja am Anfang, hatten wir sie ja noch untereinander gesetzt, aber da sie mir dann doch irgendwie durch diese... Ja, durch die Zombies, das da weggeknallt haben, habe ich das dann halt gemacht, dass die jetzt so sitzen. Dann laufen die Dinger jetzt an. Hier unten habe ich nochmal nachgesetzt. Die habe ich runtergeholt, damit sie passen. Hier ist jetzt alles soweit metallisch. Die Stromdinger sind an und dann hoffen wir mal, dass es funktioniert. Wir haben genug Munition hoffentlich dabei. Ich habe jetzt keine weitere 7er Munition mehr. Und weißt du, was ich mal mache? Ich mache euch 6 jetzt nochmal kurz leer, damit ich dann auch den Platz habe. So, gönn dir mal Spaghetti. My senses have picked up something. Und jetzt kriege ich hier nochmal Vorbesuch, oder was? Hallo? Wie seid ihr denn? Great to see you, Master. Hallo? Jo. Ach, da bist du. Ja, ich sehe dich. Mach ich meine eigenen Sachen noch kaputt. Na, Wunderbärle. So, lassen wir den mal hochkommen. Ach ja. Stimmt, von oben schießt noch mein schönes Gerätchen. Ich habe da oben meine beiden schmucken Teile hingepackt. Ist jetzt auch erstmal nur für die Nacht. Ich werde jetzt auch nicht großartig nachladen. Ich heb mir meine Munition, die ich mir hier insgesamt vorbereitet habe. Ich dachte erst, ich setze die ganze Nacht eigentlich hoch, lade sie nach. Und jetzt habe ich mir aber gedacht, wisst ihr was? Vielleicht kriege ich es ohnehin. Dann hebe ich mir die Dinge auf und nehme die mit in die Schrank Tower. Das war so meine Planebahne. Ja genau, wir können noch einen Fünfer bauen. Ne? Nächst, danach mache ich so, wir werden hoffentlich die Nacht hoffentlich überleben. Dann gehe ich den nächsten Tag noch ein bisschen was vorbereiten, mache noch einen zweiten Geschützturm auf der Stufe 5. Weil ich habe ja einen 6er und einen 4er, dann nehme ich einen 5er, passt mir, habe noch ein bisschen mehr Schaden und sowas, das kann ich ja bauen, ne? War ja so. Genau, ich kann den 5er bauen, passt, wackelt und hat Luft. Und hier brauche ich noch 2 Punkte. Ich hoffe, ich kriege die heute noch, dass ich den noch auf Stufe 9 setze. Oh, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. So, wir wollen mal einschalten. Und einschalten. Zumachen. Und zumachen. Ja, ja, ich glaub dir. Das wird eine ganze Menge Bad Feeling werden heute. Wow. Hä? Wo denn? Weißt du, ich bin hier so ein bisschen eingeschränkt, was das angucken wird. Ich mag diese Waffe wirklich. Ich finde die geil. Macht mir richtig Spaß. Woo! Und fängt schon mit Grün an. Okay. Oh ja, ich voll daneben gesammelt. Güte ist, ich kann jetzt hier erstmal schön die so wegräumen. Spucker muss ich drauf achten und dann muss ich darauf achten, dass ich die... Demolisher ordentlich wegräume. Die müssen ordentlich weggefrachtet werden, ansonsten könnte das übel werden. Ich habe mir jetzt übrigens mal überlegt... Ich habe mir mal überlegt, ob ich mir... Au! 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 Woher denn? Von unten wahrscheinlich, ne? Schon wieder viel zu viel... Wow! Wow, Leute! Das ist jetzt krasse Sache. Da sind gerade so viele nachgespawnt, dass ihr wahrscheinlich kurz ein Kodierungsproblem hattet. Es tut mir leid, aber na gut, das ist ja normal jetzt in der Ordnung. Aber ich sag ja, das Spiel hat jetzt so ein paar Problemchen. Finde ich immer noch so geil gemacht. Genau, ich hatte mir überlegt, ob ich vielleicht euch mal so ein bisschen ein LP aus WoW zeige. Classic jetzt nur. Hätte ich ja mal so ein bisschen Lust. Ich habe jetzt so ein bisschen mit meiner Frau mich wieder angefangen. Aber nur Classic. Ich will jetzt Retail gar nicht mehr spielen. Ich bin jetzt so ein paar gute alte Dinge, wo ich auch jetzt nicht zu arg irgendwie mir was jetzt neu aneignen muss. Und ich kenne die Dinger ja. Und hatte mir überlegt, dass ich das vielleicht mal mache. Erstmal kommt auf jeden Fall Police Story jetzt dran, ne?
Das steht de facto fest. Hatten wir ja auch gesagt und kommt auch. Ich liebe diese Waffe wirklich. Ich hätte die wirklich schon. Beim nächsten Mal, glaube ich, spiele ich so ein Gewehrschütze mit so einer. Ich finde die ja richtig toll gemacht. War das jetzt ein Vogel? Ja, war ein Vogel. Jetzt habe ich ihn. Puh. Ja, mal erwischen die gar nicht? Wow. Also du darfst nicht zu schnell schießen, wa? Zu schnell geschossen ist schlecht. Ach, herrlich, herrlich. 10. Hordenacht, Leute. 10. Hordenacht. Hätte jetzt damals, als ich das Projekt angefangen habe, nicht gedacht, dass ich so lange wirklich... Ist mein längstes Gameplay übrigens, was ich jemals in dem Spiel verbracht habe. Obwohl ich sehr viele Spielstunden im Spiel habe, habe ich noch nie so lange 7 Days gespielt. Noch nie. Obwohl ich bin, glaube bei 700 Spielstunden bin ich. Ich habe noch kein anderes Spiel so lange gesucht wie das. Selbst Fallout 4 hatte ich eigentlich schon mit 400 Stunden oder sowas gehabt. Du musst das tot sein. Aber selbst das... Irgendwo habe ich es gewusst, kommt der ja her. Die Sackratte. Die Sackratte. Die... hier dieser... Run! Hat sie den einen weggerubbelt? Kann ich das von oben herab machen? War ja klar, dass der dann da reingebollert kommt. Warte mal, kommt man von hier oben ran? Nein, kommt man nicht. Gut, dann musst du die Seiten lassen, mein Freund. Das passiert eben manchmal. So, warte mal, den da und so. Werden die überhaupt getroffen von denen? Ja, ich bin ein bisschen aufmerksamer heute, wegen der letzten Nacht mit den extremen Anzahl von Demolishern. Muss ich wirklich mal gucken. Falls es wieder einbricht, tut mir leid. Wow, hallo Mister, könntest du bitte aufhören? Ist da drüber jetzt hier. Hey, wie ihr seht, habt ihr mal, habe ich da mal ein bisschen was modifiziert an meiner schönen Waffe. Ich habe mal erstmal den Dings rausgenommen. Den Charlie für die Nacht, weil der lohnt sich jetzt partout nicht. Wenn eine Schreierin kommt, dann kommt er halt noch dazu. Dann ist es eben so, der kommt eh massenweise an. Wäre aber auch krass, war, wenn da noch eine Schreierin kommt, die dann extra Monster, also Zombies jedes Mal die ganze Zeit ruft. Ja, wir lassen dem mal jetzt nicht zu viel Spielraum, dass wir uns nachher zu viel anbieten. Ja, ja, ich glaube, das wirst du heute Nacht noch ein paar Mal haben. Stirbt! So. Muss ab und zu sein. Ab und zu musst du auch mal sowas ausspielen. Geht nicht anders. So. Jetzt halten wir dich aber ziemlich zurück, muss ich sagen. Wupp, wupp, wupp. Das ist geil, da. Um erledigt? Ne, noch nicht ganz. Steigen die übereinander gerade? Oder was war das für eine Aktion? Gut, wir haben es auch erst um 11:30, ne? Da sind schon ein paar fette Kaliber aufgetaucht. Ach ne, ist noch nicht tot. Dieses Ding.
Erinnert mich so ein bisschen an der Soldat James Ryan, wie er da da in dem Turm. Ich mochte den Sniper ja. Ich mag auch den Schauspieler eigentlich ganz. Aber man kann zum aufhören, hier mal direkt vor mein Gesicht zu springen. Ist der jetzt hin? Der Waffe kannst du denn eigentlich auch ausschalten. Ist das eigentlich eine direkte Sniper? Was? Wo denn? Da! Gab es nicht eine direkte Sniper auch? Also ich mag die Waffe ja jetzt hier so vom Verhalten her, aber ich glaube, es gab doch noch eine direkte Sniper, ne? Scharfschützengewehr für. Andere auch ausgesprochen. Ich mag eigentlich Scharfschützengewehr. Ist schon ein interessanter Spruch, aber Sniper ist halt so. Ah, du dir. Entschuldigung, ein bisschen CS-lang ab und zu. Ein sehr altes Spiel von mir, CS 1.6 damals gespielt. In jungen Jahren sogar ein bisschen im Trainingsbereich für ein paar andere große Spieler. So, also, mir ist nie herausgekommen. Ich war kein Top-Gamer, muss man in der Sache sagen. War aber auch nie ehrgeizig in der damaligen Zeit, das so weit durchzugreifen. Aber bis jetzt geht's. Aber es ist auch noch keiner von den, Demis. Doch, da ist er. Los, den Demolition rüberlassen, Leute. Geht mal weg, ich sehe nichts. Ich muss den Demolition erwischen. Der ist noch nicht tot, aber ich warte, bis er hochkommt. Ich mache mal hier kurz ein bisschen was weg. Dass der wieder in den, zwei mit einem Hit. Sehen da. Der darf nicht erwischt werden von irgendwas anderem als im Kopf dann. Auch wenn er dafür abgesichert ist. Da ist er wieder. Lebt der Demo noch oder habe ich den jetzt mal hingekriegt, ohne dass der explodiert ist? Ich glaube, ich hab den nie gekriegt, oder dass der explodiert ist. Stirb, du blöder Kopf, jetzt explodier nicht du mir noch. Die Waffe ist wirklich toll. Ich mag die ja richtig. Wow, geil, hab ich den gerade gesehen. Oder ist es ein zweiter? Besonders mit diesem durchschlagenden Schuss, ne? Ich muss sagen, eigentlich brauchst du nur diese Zäune und dann machst du alles ein bisschen so. Ich hätte gerne eine Falle zwar gehabt, wo ich weniger schießen muss, aber es macht mir auch gar keinen Spaß, die ganze Zeit da irgendwie nur im Eck zu sitzen. Da habe ich die falsche Waffe ausgewählt. Zumal ich irgendwie mehr EP bekomme, wenn ich sie selber halt von denen entledige. Boah, wie viele Grüne das mittlerweile sind. Das ist schon krass, oder? Und es türmten sich Feinde noch und Löcher, dass du nur einen Stein werfen musstest, um jemanden zu treffen. Stirbt doch einfach. Ich muss sagen, mir gefallen die Grünen aber wirklich ausnehmend gut, wie sie die gemacht haben, so vom Aufbau her und vom allen drumheran. Das ist schon gar nicht schlecht. Okay. In welche Uhrzeit? Oh, guck mal, wir sind gleich um 1. Also ich muss sagen, es geht heute ein bisschen, ne?
Stirb! Da kommt er wieder. Okay, wir konzentrieren uns erstmal wieder auf den Demolisher. Nein, was war denn das? Ich bin schon wieder auf die falsche Taste gekommen. Wow, jetzt sehe ich gar nichts mehr. Nein, 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 nein. Weg da, weg da, weg da. Genau, den da will ich. Schön, vorne werden sie dann doch nochmal bearbeitet. Guck. Nee, bloß nicht deine Bombe da treffen. Er kommt da schon wieder. So, nochmal. Ich versuche den echt einzeln abzufertigen. Ich bin jetzt gerade ein bisschen ruhig, aber ich will den hier hinkriegen, ohne dass der nochmal explodiert. Ich glaube, aber der ist noch nicht explodiert, ne? Ja, ja, schießt nur mal. Ist schon wieder einer? Schon wieder einer, ne? Warum? Ich komme immer auf die 1, deswegen... Da ist ja schon wieder der Sack. Ich hoffe, ich kann ihn einfach nur da hinten halten. Komm mir bloß nicht zu nah. Shit, jetzt sehe ich nichts mehr. Ich sehe nichts mehr. Ich sehe nichts mehr. Lass mich durch. Da wäre sein Gesicht gewesen. Wobei, ja, wenn der einmal getrifft, dann ist vorbei. Kann der mal bis sterben? Ich glaube, jetzt habe ich ihn. Oh shit, meine Sache. Und muss gelangen. Ich will wirklich eine schöne durchgehende Nacht hinkriegen, ohne dass ich hier wirklich in Bedrängnis gerade. Das wäre ein sehr schönes Erlebnis. Aber es jetzt sieht eigentlich ganz gut aus, ne? Schuss in die Schulter. Ging wieder nehmen. Der auch. Upsi. Erledigt. Ja, also bis jetzt machen wir es ganz gut, Leute. Bin ja wirklich noch auf den Dishong Tower dann noch gespannt. Da habe ich ja dann noch richtig Bock drauf. Auch wenn ich jetzt schon wieder 10.000 Schreierinnen unten erwarten werde. Ich habe mir ein bisschen was von dem Dinger noch gemerkt. Da bin ich leer, ne? Ja. Der Kopf kommt.
Gut. Geil ausgeschaltet, bevor er rangekommen ist. So. Ah, die Klingen machen schon ihre Arbeit, aber da ich sie meistens hier vorne erwische schon, geht das eigentlich. Und da ich über diese Waffe gehe, ist mir mein Munition... naja, mein Munitionsverbrauch recht gering. Weil der immer nur 6 Schuss setzt und meistens treffsicherer bist als mit den anderen. Was? Jetzt wird mal ein Geier da oben oder was? Nee, ne? Haptisch! Kobi, Kopf, Kopf, komm! Auf. Hä? Hab ich nicht. Boah, wenn immer mehr grüne Hilfe. Das ist übel. Oh, jetzt kommen sie aber langsam näher, ne? Ist irgendwie einer ausgefallen? Warte mal. Nö, eigentlich nicht. Weil ich merke gerade, ich habe meine durch drinnen gelassen, ne? So. Mal kurz für Raison gerufen. Mann, jetzt habe ich die vergessen. Kann er nicht dann anzeigen, dass beides fehlt? Nö, der zeigt nur eins an. So, ich würde gerne nämlich, ich glaube nämlich, dass der vordere nicht mehr richtig funktioniert. Und deswegen kommen die jetzt gerade ein bisschen mehr durch. So. Stell dir vor, ich kachel da einmal runter. So. Mal kurz wieder geklärt. Ich mag die Maschine trotzdem irgendwie. Das ist genial, mit dem MG einfach mal da rein zu knallen. Obwohl die hier aber so richtig schön ist, ist ja so mein Werkzeug, was ich gerne dann eher nutzen würde, wenn ich es machen müsste. Und so im Nahkampf einfach die MP5 halt, ne? Einzige, was das Problem ist, dass wir halt extrem viel Munitionsatmen herumschleppen. Warte mal. Hab ich nach einem Demo wieder angehört? Ey, guck mal! Da! Da ist ein rotes Bett! Ich habe noch nie einen roten Bett gesehen! Juhu! Und wenn ich wahrscheinlich nicht looten kann, weil er nicht lange genug liegen bleibt, ich habe einen roten Bett gesehen! Lang genug gespielt für den roten Bag. Bag, 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 bag. Bag, 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 bag. Hi, mein Kleiner. Warte, bin gleich fertig. Weißt du was? Bam! Bam! Das war gut absinken. Sollen wir mal den hinternehmen. Bom, bom, bom. Dodom. 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 Ach ja. Das sind ja schon viel Munition bis jetzt verbraten, wa? Und ab und zu habe ich ja schon mal Luft ein bisschen reingeballert. Hm? Ging eigentlich. Wir hatten, glaube ich, 2 oder 3 Demos. Und die, fand ich, haben wir mehr als gut abgeklärt. What the hell war das? Thank you.
Tops und Tops. Liebe die Waffe. Also so modifiziert mag ich die Waffe, wirklich. Sie haben da was verloren. Boah, ist das wirklich nur noch eine Stunde? Aber ich habe es nie geschafft, sag ich mal, die Wellen abzuarbeiten, wenn das denn geht. Hat mir immer noch keiner die Frage beantwortet, ob ich die Wellen abarbeiten kann. Stirb, du Made. Also zumindest Made ist ja schon rumgelaufen. So, einmal da, einmal da, einmal da, einmal da, einmal da. Und dann kriegst du auch nochmal eine und da lade ich jetzt nach. Hups, die daneben gegangen. Manchmal wackeln die auch ganz schön komisch, ne? Also, ist schon interessant. Wie die dann so daher swipen, swipen, swipen? Keine Ahnung. Ein Roten Back. In the road, the back. Na gut, red back, ne? Red back, 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 red back, back, red, red back, red back, back, red back, red back, red back, red back, red back. Boom. Und boom. Ach so. Da hat jemand wieder nicht aufgepasst und nicht nachgeladen rechtzeitig. Gut, durch die Kulte sich durch und den nächsten noch erwischt. Du bist nass. Ja, vor Freude wahrscheinlich, Mensch. Vor Freude. Weil er wirklich ne. Jetzt zieht der Horde nach wahr. Ihr seid ziemlich stabil, meine Freunde. Sehr stabil. Oh, oh, jetzt klingelt es hier gerade. Nicht wundern. Ich mache mal kurz den Sound aus. Das war die falsche Taste. Ha, ha, ha. Jetzt geht es aber nochmal ganz schön arg los. Ja, es könnte sein, dass er kurz ein Pause-Ding hatte, weil ich wieder mal die falsche Taste gedrückt habe, aber ist ja nicht schlimm. Habt ihr jetzt nichts verpasst? Hä? So, dann da. So, wir haben es gleich, wir haben es gleich durch, wir sind gleich fertig. Boah. Ich lieb das, also mit der Waffe zu spielen, da brauche ich nicht mehr zu viele Fallen, weil ich würde mir das irgendwie vermissen, wenn ich in der Nacht nicht ein bisschen was machen könnte. Mal, Redback. Sag, wie geil aus, wie der da zwischendurch gesprungen ist, wa? Noch 14 Minuten Ingame-Time, meine Freunde, dann haben wir es geschafft und du stirb jetzt. Der war daneben, das hat man gesehen. Oh, was da was? Ihr Schweine, ihr habt Kenny getötet! So. Musste mal, das musste jetzt mal sein. Also ein bisschen Spaß muss man auch mit reinbringen, ne? Das geht nicht ohne. So, jetzt gucken wir mal, dass wir den noch wegräumen. Wird gerne mal wirklich abschließen mit der Nacht. So, kommt keine mehr nach oder sowas, aber ich glaube, das ist auf den Schwierigkeiten gerade einfach nicht möglich. Da guck mal, was ich dann zeitweise reinpumpe. Ich hätte noch besser skillen sollen auf Gewehre, glaube ich. Wenn ich den noch auf Gewehre geskillt hätte, dann wäre es richtig cool geworden. Boom. Boom. Boom, was der hinter ist tot, der da vorne kriegt nur ab. Okay, gut. Was ist denn das jetzt? Ach, es ist 4 Uhr. Leute, 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 wir haben es geschafft, ne? Ihr wundert euch, warum war das Ding, das ich nicht dreht. Ich habe den nicht mehr angeschlossen gehabt. Mir ist da so eine Peinlichkeit passiert. Ich bin dann zwischendurch mehr aufs Örtchen gegangen. Immer noch einer? Hallo? Bei. Und nein, ich gehe nicht raus. Ich lege mich nicht mit den Grünen jetzt unbedingt mehr an, als ich muss. Mein MP liegt nämlich übrigens drüben in der Base. Deswegen lasse ich das mal ganz flugs sein. So, meine Freunde. Wackelt und raddelt hier, wa? Irgendwie ist hier nichts mehr, würde ich sagen. Wollen wir den roten noch auf jeden Fall looten? Ja, wa?
den roten, den looten wir jetzt mal. Da hätte ich mich schon Bock drauf, dass wir den nochmal sehen. Hab ich meine Brille? Ja, die habe ich dabei. So. Also ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber ich fand die Hordenacht recht gut. Da ist er! Geiles Ding. Warte mal, warte mal. So, alle Säcke mal drinnen, ne? Alle Säcke mal drinnen. Geile Sache. So, dann looten wir mal natürlich den roten als erstes, bevor der verschwindet. Oh, ja, gut, eine Schutzanzug. Und noch eine, ja, eine Schatzkarte. Okay. Auch mal ein Anzugsding. Guck mal, das kannst du mal trinken und fallen lassen. Und den hier kannst du ja mal lesen. Yep. Und dann nimmst du den mal mit. Und gehst mal ganz kurz. Ach, warte mal, weißt du, wenn du schlau bist, packst du dein Mob-Turret hier hin. Packst mal sowas da rein. Ja, die nimmst du auch erstmal wieder mit. Bis hier packst du die auch erstmal rein. Baust die Türme ja nicht gerade auf wieder. Und da wir ja leider keine Hordenacht erstmal mehr wieder spielen werden. Tut mir leid, meine Freunde, aber ist dem so. Hier, das musst du auch rausschmeißen. Und dann kannst du den nochmal essen. Und dann können wir mal den Rest noch looten. Die blauen als erstes, würde ich sagen. Gut, das kennen wir schon. 9mm Munition, die wir nochmal einschmelzen könnten. Das werde ich auch nochmal machen, weil ich nutze diesen Tag jetzt für Vorbereiten. Ne, also ich bereite jetzt da noch vor. Um, ja, was denn? Also Munition nochmal so gut es geht herzustellen. Den einen ganzen Tag ist dann auf jeden Fall mehr als lohnenswert. Ich stelle dann Munition nochmal her und im Anschluss... Wow. Dann hat er auf einmal eine große Axt in der Hand. Eine ganz große Axt hat er in der Hand. Hier, pack mal rein. So, das kannst du auch noch reinpacken. Hier, pack rein. 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 So, mal reinpacken. Sehr schön. Halt mal deine Kaba in der Hand, mein Freund. Jupp, nimmst du mit. Also ich fand, das war recht easy peasy Nacht. War wirklich nicht viel, was man beachten musste. Haben wir jetzt Routine gekriegt? Ich fand, wir haben es auch mit den Demolisher mehr als geil hingekriegt. Guck mal hier, die sind immer noch recht aktiv. Die hier haben ein bisschen, da ein bisschen was abgekriegt. Hier ein bisschen was, da ein bisschen was. Einmal ist hier mir einer natürlich explodiert. Dadurch sind die ja hier ausgefallen. Aber die leben noch. Die leben noch. Aber alles in allem können wir mehr als zufrieden sein. Ich fand, von der Aktion her und wie das ganze Ding lief, war das wirklich eine gechillte, lockere Hordenacht. Ohne nennenswerten Probleme. Wirklich ohne nennenswerte Probleme. Guck mal hier, den kannst du mal bitte zumachen. Lass die oben offen und unten machst du so zu, genau. Bisschen Luft reinlassen hier. Kommt jetzt ein kalter Nordwind, da kannst du ein bisschen Luft... So, Schrote kannst du weiterhin hier lassen, brauchen wir nicht. Schönes Gewehr gewesen, sehr schönes Gewehr. Das war schön, das war schön, das machen wir aber hier. Ich fand, das war ein sehr tolles Gewehr für die Hordenacht. Könnt ihr mir mal reinschreiben, ob ihr auch so ein Gewehr nutzen würdet? Ey, guck mal, ich habe ja noch einen Fünfer da. Ich muss ja gar nicht bauen. Ich habe ja einen Fünfer. Ai, Jemini, ai, Jemini. Den könntest du mal bitte tragen wieder. Wer hat das gemacht? Erst Axt, dann das. Dann Schaufel, dann das andere. Ne, hier bei den Beingeschützzimmer, genau. Und hier hatte ich meine MP5. Die ist aber drüben, wie gesagt. Weil ich die nicht mehr nutze. Das kannst du mir mitgeben dann für mein Auto. Wir gehen ja zu dem da rein. So, das kannst du mir auch mal mitnehmen. Ach komm, nimm die auch mal mit. Ach komm, ich lasse das auch mit. Das nimmst du mit. Das kannst du hier lassen, so rum. Nimm mal den mit, nimm mal den mit, nimm mal den mit, nimm mal den mit. Joa. Schönes Gewehr. Also der Unterhebelrepetierer mit Zielfernrohr und Co. finde ich eine richtig geile Waffe für eine Hordenacht, wenn du mit den Drahtfallen spielst. Also Brisselfallen spielst. Hier, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Elektrozaunpfosten. Ha, habe ich nicht abgelesen. Habe ich ganz allein aus dem Kopf heraus wiedergegeben. Genau. Finde ich toll. Also es hat Spaß gemacht. War richtig schöne Hordenacht, richtig locker flockig, alle Dude weggearbeitet. Ein Level up haben wir, den nächsten haben wir fast erreicht. Von daher können wir sagen, können wir das für heute bestehen lassen. Hey meine Kleine, du darfst wieder mir folgen. Ich brauche dich nicht. Nee, ich wollte eigentlich die Tür hier schließen noch. Genau, dann gehen wir hier noch raus. Sammeln mal dich ein und dann sammeln wir mal dich ein.
So, dann kann ich dich nämlich abändern, verändern. Guck mal, dann kann ich hier nämlich noch eine andere Mod reinpacken. Und dann packe ich hier nämlich, verändern, bop, bop. So, dann habe ich nämlich den da. Guck mal, der hat eine 17,8 und der hat eine 19,4 und der hat nur eine 17,5. Lol. Lol. Der Vierer ist besser als mein Fünfer. Ich muss mir doch nochmal einen Fünfer bauen. Verdammt. Ich muss mir nochmal einen Fünfer bauen. Was könnte man denn da noch geben? Was hat denn der da drin gehabt? Den habe ich einen Lauf und ein größeres Magazin. Ein größeres Magazin wäre das, ne? Hast du gar nicht. Hast du auch gar nicht. Sowas hier brauche ich für den. Hat der das drin gehabt? Nee. Größeres Magazin, damit der mehr ballern kann. Genau. Aber ich gucke nochmal, dass ich dann nochmal einen eigenen baue. Werde ich dann heute alles machen. Dann baue ich das alles fertig, bereite es vor, schaue, dass ich nochmal einen eigenen Fünfer baue. Ich hoffe, der ist dann stärker als der Vierer. Dann gucke ich mal gleich noch nach, ob ich so einen... Ich glaube, ich hatte aber noch so einen gehabt. Ich habe die, ich habe beim Händler zwischendurch immer mal ein bisschen gekauft gehabt. Von daher müsste ich die Dinger da haben. Hier heute war es das. Wir sind fertig. Wir werden am Tag 72 Richtung unseren... die Chong Tower uns hier aufmachen. Werden dann... Ich werde wahrscheinlich vorher schon hinfahren, über Nacht da oben bleiben und dann vorne in die Chong Tower, dass wir um 4 Uhr dann direkt starten können. Freue mich schon tierisch darauf, dass wir das machen. Hab richtig Bock, möchte das Ding auch noch beenden. Und guck mal, das ist jetzt durchgelaufen durch die Nacht. Das habe ich jetzt alles gemacht. Ich habe alles eingeschmolzen, was ich am Messing da hatte wieder. Gut, da sind noch ein paar da, aber Blei läuft nämlich nicht so gut derzeit. Also Blei ist jetzt auch schon wieder fast leer. Ich hatte nochmal ein Stack geholt, aber ich habe nicht genug Dinger dafür. Genau. Super, hier habe ich auch noch ein bisschen Munition für den dann da. Dann habe ich die Munition... Aber ich muss nochmal zurückgehen. Ich habe, glaube ich, die Munition nicht. Doch, ich habe sie hier ins Dings reingeschmissen. Genau, dann machen wir das darüber und dann war es das. Supi, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mal ein Kommi, Like oder vielleicht ein Abo dalassen. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge, Tag 72, vor dem Dishong Tower wieder. Dann gehen wir den Dishong Tower noch für 3, 2, 4, 5, 6 Folgen an, dass wir den clearen. Und rutschen dann doch so langsam zum Ende hin. Ich finde, wir haben 10 Horde-Nächte gemacht. Wir haben gut viele Fünfergebäude gemacht. Eins hat uns geschlagen. Und aber jetzt gucken wir mal, ob wir uns dafür rächen werden. Unser Stand heute ist 2 Tode bisher. Ein Spielstand von 175. Wir sind Level 81. Wir haben fast 7000 Zombies gekillt. Besser kann man eigentlich nicht mehr weitermachen. Bin ich der Meinung. Noch besser würde ich es nicht hinkriegen. Das ist mein Ziel gewesen, so von der Art und vom Spielen her. Und ich habe mich so gut es geht bemüht, das auch wirklich noch hinzukriegen. Hier habe ich noch mal ein bisschen Messing, was ich vielleicht noch mal einschmelzen lasse. Und genau. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag am Morgen, je nachdem, wann ihr euch die Folge angeschaut habt. Und alles erdenklich Gute bis dahin. Ciao!